Hallo zu einer neuen Folge Backstage, dieses Mal mit Mr. Me, der sein Debütalbum Zeit bleibt Zeit veröffentlicht hat. Und Achtung, auch dieses Mal könnt ihr zwei CDs gewinnen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr am Ende der Episode. Anmoderation und Abmoderation finde ich immer am blödsten. Zeit bleibt Zeit. Du hast gar nichts anmoderiert. Nee, hab ich auch nicht. Das mach ich ja immer nachhinein. Okay, Tage werden schon kürzer, nichts mehr mit schön am Strand. Zeit hängt dich in die Ecke, die Zeit hat dich in der Hand. Du stehst zwischen den Bäumen, der Wind peitscht dir ins Gesicht. Und du siehst dich, ein Schatten im Licht. Bisher kam immer noch der Frühling, nur scheint er gerade noch so fern. Und das Erinnern an den Sommer, es fällt dir so schwer, es fällt dir so schwer. Alles ist grau und alles ist kalt und du siehst, wie dein Atem gefriert. Alles ist grau und alles ist kalt, du bist stumm, hast dich verirrt. Ich glaube, ich weiß, was du gezogen hast. Da steht etwas mit Punkt, 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 auf, oder? Auf kleinen, weil du das nicht verstanden ich hast. Ich habe nicht verstanden, genau. Ich dachte, vielleicht kannst du es aufklären, was da stehen muss. Stöpke. 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 Das ist so ein kleiner, also ein kleiner Junge, so ein Bursche. Kleine Stöpke mit den roten Haaren, das bin ich. Aus dem Song, ich gebe dir Musik. Ich gebe dir Musik, gleich der erste Song vom Album. Ja. Ich habe es dir neulich, das muss man ja wichtig eigentlich erwähnen, wir kennen uns ja schon so ultra lange, kommen aus der gleichen Stadt und so. Und ich gebe dir Musik ist meine autobiografische leichte Nummer, der einfach nur so Step für Step geht, wer ich bin, woher ich komme, was ich mache. Das müsste man ja auch dazu sagen, du hattest ja rote Haare. Ich hatte rote Haare, so, ich hatte rote Haare, stimmt, ja genau, das muss man dazu sagen. War manchmal ein gemobbtes Kind, auf jeden Fall, würde ich behaupten. Ich habe mich in der Schule und im sozialen Umfeld oftmals nicht so geil wohlgefühlt. Und dann auch damals, als man dann irgendwie sich so ein bisschen angefangen hat, Respekt zu erarbeiten in dieser Stadt, wo nur Metal-Musik lief und wir irgendwie die komischen Kanarienvögel aka Rapper waren, wurde man dann doch so von Leuten, die ich auch später als sehr, sehr gute Freunde bezeichnen würde, doch mal hier und da sehr abfällig immer wieder so über Klamottenstil oder über was man hört und so. Es passiert ja auch heute noch. Also das ist ja dieses klassische, ey, Hip-Hop ist die interessanteste Kultur und Musikform, die es gibt. Alle 5 Jahre bricht die Konvention komplett auf, verändert die deutsche Sprache und es gibt immer noch irgendwie so einen arroganten Flegel oder so, merkt ja auch in der Medienwelt so, die einfach das belächeln und sagen, hey, guck mal. Und dann, damals der Klassiker, kamen Leute zu mir und haben gesagt, ey, yo, so, und wollten mir irgendwelche Handgrüße machen. Ich so, ey, was soll denn der affige Scheiß? Lass mich doch sein und ich lass dich doch auch sein und wir können uns wie Menschen begegnen. Ich muss mich nicht wie ein Affe, so. Das ist auf jeden Fall diese Textzeile da, auf den kleinen Stöpke mit den roten Haaren. Von oben runter gemacht, weil er von unten kam. Ich gebe dir Musik, ist für mich halt so die Fortsetzung von Nackt. Das habe ich dir auch schon mal erzählt, ne? Irgendwie, dass ich fand auf der EP, Nackt war so deine Geschichte so ein bisschen. Ja. Und ich gebe dir Musik, ist auch klar, du. Voll, ich gebe dir Musik, ist so, das ist meine Geschichte. Das war für mich sofort klar, wenn ich ein Album mache, mache ich einen Song mit genau diesem Thema. Und den schreibe ich mit meinem Bruder zusammen. Nur um diesen autobiografischen Background zu haben, weil mit dem habe ich angefangen, Musik zu machen. Der hat mir so viel gezeigt. Der hat mir damals meine Beats gebastelt, als ich noch gerappt habe in meinem Zimmer. Und ich habe den angerufen und gesagt, wir haben uns 2 Tage genommen. Der wohnt mittlerweile in Hamburg. Wir haben einen alten Rechner rausgekramt und das alte Beatprogramm und haben einen Beat gebastelt mit billigen Bläser-Samples, die wie Plastik klangen und haben diesen Song gemacht. Und weil von vornherein klar war, auf diesem Album muss es mindestens einen Song geben, den ich mit meinem Bruder mache. Und weil es klar war, ich will dieses Thema bearbeiten, einmal in Seich, war so angelegt, okay, wir wollen einen Opener machen mit Bläsern, der so ein bisschen so ein Aufbruchsstimmung, ein bisschen so ein Fanfaren hier, geil, so ein hymnenartiges Ding. Alle Arme und auf den kleinen Stöpke mit den roten Haaren prasselt plötzlich dieser Lobgesang, den haben sie damals ausgelacht, weil er so komisch war, von unten runter gemacht, weil er von unten kam, auf den kleinen Stöpke mit den roten Haaren. Guck mal, ich hab, der Tag ist ab 12 gestorben. Zeile aus dem Titelsong. Zeit bleibt Zeit. Zeit bleibt Zeit. Und das finde ich richtig spannend. Warum ist der Tag ab 12 gestorben? Weil es eine Zeit gab, in der es keinen Plan gab, was man mit seinem Tag anfängt. Weil es eine Zeit gab, in der man nichts gemacht hat, man abgehangen hat. Es gab keinen Plan.
Also es gab eine Zeit, da wurde in der zweiten oder in der ersten großen Pause ein Bier aufgemacht. Und wenn man das so reflektiert, finde ich das ein bisschen eklig auf jeden Fall. Aber ich will mich da jetzt nicht hinstellen, als wäre ich jetzt irgendwie so ein, ey, ich habe kein beschissenes Leben gehabt. So, gibt Leute, denen geht es schlechter, also alles gut. Leid von Uniform, Bio von 9, Schule von 10, der Tag ist ab 12 gestorben. Hab Geduld mit jeder Schuld, mit der du lebst, nur weißt du nicht, woher sie kommt und weißt auch nicht mehr, wie sie geht. Ja, war wichtig, dass es so der erste war, weil es ist halt ein bisschen, ich gebe dir Musik, nur tiefer, komprimiert auf eine bestimmte Dekade so. Worum es da eigentlich geht, Vergebung. Beschreibt vor allen Dingen eben rein damit sein, cool damit sein. Und das muss man nicht nur auf mich selbst beziehen, weil das Thema Vergebung allgegenwärtig ist, muss jeder mal mit sich, glaube ich, abhandeln. Wo man dann auch sagt, so, ey, was man mir vielleicht angetan hat oder was vielleicht, wie man mich vielleicht erzogen hat oder was auch immer um mich herum passiert ist, dafür kann ich nichts. So, das ist so, wie es ist und für das, was jetzt ist, also mein jetziges Ich, dafür nehme ich Verantwortung für die Zukunft. Und ich glaube, ich habe es noch nicht raus, wie es geht, aber ich glaube, das ist so eine Richtung, wo, glaube ich, essentielle Vergebung mit zu tun hat. Das steckt ja auch in dem Song drin. Der mich oder der dich erzieht, wurde auch mal erzogen und der kann auch nur bedingt etwas dafür, wie er ist. Und so geht die Kette weiter. Was ich auch spannend fand, weil ich habe das Video heute ja geguckt, um mich vorzubereiten nochmal und ich fand, du hattest was von einem jungen Macaulay Culkin und so. Weißt wer du, ist Macaulay Culkin? Wer ist das? Das ist Kevin allein zu Hause. Ach, scheiße, so, wirklich? Kevin allein zu Hause, ja. Stimmt, ey, fisch gut, oder? Fisch gut. Ja. Ja. Moni habe ich gezogen. Ja, Moni hast du gezogen. Ja, aus dem Lied Licht an. Oder? Ja, ne, für live wurde eine Band aus Freunden zusammengewürfelt. Und dann sind wir losgezogen, haben überall gespielt, wo wir spielen konnten und durften. Und dann sind nach und nach so 2-3 Leute dazugekommen. Manchmal 10, manchmal 5, manchmal 3, manchmal 50. Und manche Leute sind immer wieder gekommen und Moni auch. Moni ist auch immer wieder gekommen. Und die hat dann uns daran teilhaben lassen, dass sie Krebs hat. Wir kannten uns nicht. Und das war dann so, okay, wie geht man jetzt damit um? Das war halt speziell. Egal, ob aus diesen Songs was wird, für den Moment hat sich in eine andere Welt entführt. Ganz schön verrückt, wie die gute Zeit als Helfer wirkt. Kurz war es gut, du bist geblieben, kommst nicht mehr zurück. Du kommst nicht mehr zurück. Dann geht das Licht an. Und die Leute gehen nach Hause. Und das letzte vor der Bühne stehst nicht du. Dann geht das Licht an. Alle Zeit ist gut, wenn ein Gefühl uns unerhört. Hat es sich mega gelohnt, sich gut zu fühlen. Fühlt sich schwierig an, wenn ich an dich denke. Alles aus, ich hab einen Wunsch für dich. Dann geht das Licht an. Und irgendwann war sie dann, ist sie gestorben. So, das war so eine Clique damals. Wir haben in Hildesheim oft gespielt und da war noch ein Kumpel von Larsen, so ein Schlagzeuger zum Beispiel, der immer dazugekommen ist. Und bei dem war ich im Radio und der hat mir dann gesagt, ey, weißt du eigentlich, dein größter Fan ist gestorben. Ich war so, hä, wie wer denn? Ich wusste so, ja hier, Moni. Ich so, okay, krass. Und das fand ich voll spannend, weil darum, wo es eigentlich geht in dem Song, dass jemand, der mir, ich kenne ihn überhaupt nicht, ich habe überhaupt nichts mit dem zu tun und trotzdem rüttelt mich das so krass auf und genauso umgekehrt, die kennen mich auch nicht und trotzdem hat irgendwie da ganz viel offensichtlich da was gemacht, dass die immer wieder kamen. Und auch in einer Zeit, wo sehr viel unruhig war und man so, naja, du hast halt irgendwie für einen Döner gespielt oder für einen Schnaps und hast nicht gewusst, wo du pennst. Dann geht's um Essenz, ey. Da geht's halt so, die ist gestorben, kacke. Das war ganz krass, weil ich habe abends, als ich dann von Hildesheim saß, ich im Metronom, ich glaube, ich bin noch nach Einbeck gefahren, habe ich die ersten Songs geschrieben. Ist so absurd, wie es so geht. Ich kenne dich eigentlich nicht, nur deine 2 Frisuren. Weil ich saß da und war halt so, fuck, warum tut mir das jetzt weh? Ich mach ganz kurz, 2017, ich hab 2017, ist eigentlich viel passiert, oder? Wahnsinnig viel passiert. In jedem Fall ist ein Album rausgekommen. Wir waren eine große Open Air zu spielen, wir haben jetzt unsere eigene Tour gespielt
Und ich habe das Gefühl, das ist eigentlich das Essentielle, was dieses Jahr passiert ist. Ich habe das Gefühl, ich werde verstanden. Ich habe jahrelang immer Angst gehabt, ich werde falsch verstanden. Ich bin einfach fest der Überzeugung, dass, wenn man Lust hat, sich darauf einzulassen, steckt da mehr drin, als halt alles wird gut. So. Oder hey, das Leben ist doch toll. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die zu den Konzerten kommen, das voll verstehen. Und checken, wie ich das meine. Und es kommen ja auch immer mehr, also es funktioniert ja. Ja, gerade schon. Oder? Wer weiß, wie lange es geht. Ich habe es die letzten Tage auch immer gesagt, so ey, wir sind ja auch so eine Familie, alle jahrelang befreundet. Und vielleicht sagen wir in 5 Jahren, wenigstens haben wir eine geile Zeit gehabt und gut getrunken. Und wir sind nicht reich geworden. Vielleicht sagen wir das in 5 Jahren andersrum, aber ich bin sehr glücklich auf jeden Fall. Ich habe Bock, im Januar ganz viel an neuen Alben zu schreiben, einfach, okay, weil ich merke, dass gerade voll viel in mir los ist, weil dieses Jahr viel gebracht hat auf jeden Fall. Und dann geht ihr ja schon wieder auf Tour auch. Im März, ja. Das Album könnt ihr wieder gewinnen. Ihr müsst nur diesen Clip teilen und in die Kommentare schreiben, gewinne Mr. Me. Und unter allen Leuten, die das Video geteilt haben, verlosen wir 2-mal eine CD. Danke.